Willkommen zurück zum Super Nintendo Mini. Und heute spielen wir Kirby irgendwas. Ich hab vergessen, wie das Spiel heißt. Yeah, Kirby Karneval. Ah ja, es passt so. Wir haben jetzt wieder Karnevalszeit. Hat ja vor kurzem begonnen. There's Trouble in Dreamland. Aber wir brauchen die Story nicht, denn wir spielen das ja jetzt nicht als Let's Play, sondern nur so als... Ich habe da mal schon mal angefangen, das Spiel auf einmal auszutesten. Ich verstehe das Spiel nicht so ganz. Wir haben hier irgendwie eine Pinnwand mit... Was ist das? Mit Spielen quasi. Dynablade is destroying all the crops. She must be stopped. Master the different abilities. Irgendwie, ja, New Game. Und irgendwie, das sind quasi so... Oh, scheiße, ich hab auf Jagd. Oh, nein, 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 nein. Ich hab quasi... Das sind quasi so... Ach. In eins... Ihr kennt doch bestimmt diese Bootleg-Spiele. Okay, wir kennen jetzt Cutter. Ach, ich kann das... Okay. Das habe ich nicht gesehen von der Grafik her. Es sind quasi 8 ineinander abgeschlossene... Oh fuck, den habe ich nicht gesehen, dass er das... Das sieht aus wie ein Taubsi mit dem Besen. Oh fuck. Spiele oder so und... Man muss die wohl irgendwie alle durchspielen, dann kriegt man, glaube ich, noch welche dazu, also zum Freispielen und dann... Ja, und dann ist gut. Dann hat man es irgendwie durch, aber ich blick da nicht durch. Das eine war irgendwie so ein Wettrennen gegen Metanat. Boah. Oh. Ja, vielleicht muss ich das auch irgendwie... Oh Gott. Was ist das für ein Keks, bitte? Was ist das bitte für ein Brawler, ey? Oh, gut. Oh. Glubschi Auge. Glubschi, nimm das! Okay, wie komme ich darüber? Merkwürdig. Ich find's ulkig tatsächlich, wie der da hochgeht, so. So schnell vor allem. Komme ich da nach links? Nein, ist nur ein Bildschirm. Oh nein! Zack, 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 nimm das. Okay, hier dieses komische Baumgesicht. Zack, 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 boom. Okay, Raum geschafft. Oder auch nicht. Das ist ja ein Secret Exit oder so. Komm, geh da rein. Boom. Was ist hier oben? Und Stacheln? Was sind das bitte für freakige Blumen? Alter, ich habe quasi den Superstern. Okay, wie komme ich da nicht hin? Wie auch immer. Yeah, nimm das, ihr komischen Monster. Ist hier unten noch irgendwas zu holen, außer diesem... Oh Gott, was ist das hier? Was ist das bitte für ein Hamster? Ist das eine Art End... Alter, der brät mich! Der brät mich! Alter, was ist das für ein Koch, bitte? Komm, 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 stirb! Nice! Cool! Goal! Okay, jetzt machen wir hier noch so eine Art Flash-Game. Ah ja. Oh, ein Leben bekommen wir. Oh.
was wir hier gerade tun. Wir haben ein ziemlich aggressives Kirby hier aktuell. Der alles und jeden platt macht, der ihm sich im Weg stellt. Nicht einmal andere Schwertkämpfer haben die Möglichkeit, ihm zu... ihm etwas entgegenzusetzen. Oh Gott, dieses... Nein! Ja, das war etwas unerwartet. So, können wir das eigentlich die ganze hier beenden? Geht das überhaupt? Oder muss ich dafür... Kann ich den nicht essen? Das ist ein bisschen merkwürdig jetzt, ohne Fähigkeit. Na, Furby, vor allem Kirby allein kann ja nichts. Furby war ein Spielzeug Anfang der 2000er. In den 90er Jahren waren ja die Tamagotchis, oder Anfang der 2000er waren die Tamagotchis ja sehr beliebt. Und daraufhin gab es dann auch ziemlich viele iPad-Spielzeuge. Wie eben die sogenannten Furbies und iPads und was weiß ich nicht, was es da alles gab. Gut, jetzt sind wir wieder im Cutter, das ist gut. Oh Gott, was macht dieser Pilz? Ist das ein aggressiver Pilz? Okay, das ist eine Art Block. Ich dachte schon, was soll das sein? What the fuck, ist das für ein Magician da? Komm, geh mal hier weg aus dem Irrenhaus. Oh Gott, da ist Eisen und Orange. War das eine Ananas, die wir gerade geplättet haben? Oh, wir sind ein Ananas-Schneid. Alter, ein Scrolling-Level, ich geh kaputt. Oh! Da ist was. Oh, okay, das war nicht zum Essen. Alter, hier ist ein schlafendes Etwas. Töten wir es. Jetzt können wir erstmal wieder fett was abgefressen. Nein, fuck. Wie komme ich da hin? Oh. Okay, der Magier hat sich zwar wegteleportiert, aber... Hey, das ist noch diese Geldsammler, oder nicht? Aus Animal Crossing. Alter, ein Autoreifen. Was geht hier ab, Mann? Kann ich das auch beenden? Ah ja. Ah, okay. Ich wollte eigentlich die anderen Spielmodi mal zeigen, aber... Was hier kommen hier diese Hühner, Mann? Woher? Ein Up. Das ist schon sehr, sehr gemein. Kirby-Entwickler. Oder sollte ich sagen, Satoshi Iwata? Satoru? Gott, wie ist der? Satoru hieß ja nicht Satoshi. Oh, jetzt habe ich mich ja voll blamiert. Das ist etwas unangenehm. Chicken. Und hier sind schon deine Wings oder was? Jawohl. Und direkt verarbeitet. Nichts liegen gelassen. Alles sehr effizient und... Oh Gott, was ist das für ein hässlicher Gargamel? Nein, nicht mal Gargamel, ist weniger hässlich. Nein, Gargamel ist hässlich. Nein! Meine Fähigkeit! Komm, stirb einfach. Okay, das war der einfachste Endgegner, den ich jetzt hier hatte. Es
die Grafik sieht gar nicht mal so übel aus. Man bekommt schon eine gewisse Tiefenwirkung, wenn man sich diese Burg hier anguckt. Okay, hier ist schon wieder ein Ausgang. Wofür hat man diesen zweiten Bildschirm gebraucht? Kann ich das irgendwie steuern? Oh, okay. Auf Y schießt er wohl auch. Okay. Und jetzt möchte ich die anderen Modi zeigen. Was ist denn los? Was jetzt passiert? Nee. Okay, dann machen wir das so. Ich speichere das hier mal. Aber wir starten neu. Was könnte man jetzt noch? Das hier fand ich voll merkwürdig. Hat man so ein... Nein, ich spiele das Gourmet-Race spiele ich nicht zum ersten Mal. Man muss irgendwie hier Erster werden und gleichzeitig möglichst viel von dem Futter einsammeln. Und der Typ, der holt einfach immer einen ein. Fuck, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh Gott, gut. So, wie viel haben wir? Oh Gott, er liegt der Führung, das ist nicht gut. Checkpoint. War er zu vor mir? Bin mir nicht sicher. Beim zweiten Rennen verliere ich immer. Im Normalfall gewinne ich das erste Mal. Ich weiß gar nicht, wieso ich diesmal... Das Problem ist, wenn er jetzt in Führung liegt, dann frisst er mir alles weg. Oh je, 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 je. Okay, okay, guck mal, wir haben den eingeholt, das ist doch schon mal ganz nett. Ah, fuck! Hier so ein geschicklich so Jump'n'Run-Rennspiel. Also, die waren sehr. Kreativ? Fragezeichen. Geh doch weg, Körbchen. Körb, Körb, Körb. Ich darf nicht zu spät springen. So. Ah, da ist er schon. Shit. Hey, der hat schon 47 gefressen. What the fuck ist das bitte für ein Vielfraß? Die Musik rast ja auch. Du. Oh. Okay, weißt du, wie viel sind Autoreifen? Ah, oh, da fallen wir besser. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen mit dem Autoreifen. Hey, gib mir die Eier. Oder was soll das sein sollen? Stachel. Alter, Kirby sieht mit dieser Mütze, sondern mit diesem Cappy aus wie so ein richtiger Volltrottel. Mal schwimmen. Niemand mag Wasserlevel. Kirby Motorrad. Komm, ich will wenigstens Erster sein. Hör doch auf. Wieso hat er nicht aufgehört, wenn ich, als ich das wollte? Mann. Ah, jetzt hat er dreimal mich abgezogen. Das war nicht so ein gutes Vorzeigen. Alter, 204er genommen. Wow. Wow. Ja, und so irgendwie ist... Ich hab Select, komm ich damit? Ich kann zurück. Nice. So, dann das hier. Was ist... Get through the deadly cave. Ja. Yeah. Why collecting hidden treasures? Habe ich auch nie verstanden. Look for hidden treasures.
Ja, ist okay. Also ich dachte irgendwie, dass das Spiel hier eigentlich eher sowas ist wie so eine Lorenfahrt unter Tagen im Cave so. Alter, jetzt sind wir mal richtig auf Street Fighter. Hier, wir haben hier eine Kiste. Ja, eine Gold Medal haben wir bekommen. Hier, Kokodok, Alter. Hier, nimm die. Das dafür, dass du mich gebissen hast, als ich den Zahn gezogen habe. Alter, wie der die wegwirft. Einfach wie Müll. Was ist jetzt los? Ah, ich hab mir. Was drück ich da immer? So, jetzt bin ich auch ein Fighter. Wir haben uns einen Klon erschaffen, by the way. Ja, hilft uns jetzt. Alter, dieser Papa. Geilen Typ. Nimm das! Oh, ein ganz fröhliches Monster Ranger, Monster Vieh oder Digimon der Vorstufe. Ja, und jetzt komme ich hier wieder raus. Hallo? Was war das? Ich würde hier gerne raus. Hallo? Ah, ich komme schon. Okay. Okay, lassen wir das mit diesem. Er schön die Qualle weggecatcht. Kirby ist schon ein bisschen brutal. Oder? Bam, so eine unschuldige Qualle hier einfach weg. Oh, fuck, ich hätte die Bombe aktivieren können. Solche Passagen eigentlich mit Kirby ziemlich witzlos, da er verfliegen kann, Mann. Jetzt hier runter. Und da haben wir gleich irgendwo. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert ist. Ich will weiter bleiben, verdammt. Okay, hier haben wir eine Tür. Gehen wir mal kurz durch. Mach halt. So ein bisschen Poké-Center-like hier. Was sollen diese komischen Mücken eigentlich? Was sollen die darstellen? Mücken? So, fliegen wir weiter hier. Wie gesagt, ich verstehe das ganze Spiel eigentlich nicht. Also, ich meine, ein Kirby, aber ich... Der ist gleich sowas von weg. So, ich meine, wieso haben die nicht einfach ein reguläres Kirby gemacht? Einfach so wie auf dem NES. Vor allem gab es nicht auf dem SNES auch. Entsprechende. Oh. Fuck. Okay, das war zu früh. Kaboom. Nimm die Dose. Yeah, Starstone obtained. Also wenn es doch ein vielleicht ein normales Kirby, ich glaube es gab auch ein normales Kirby in Anführungszeichen. Wieso hat man das nicht draufgepackt, sondern so ein merkwürdiges in Anführungszeichen? Oder kennt das Spiel jemand irgendwie besser? Oder sehe ich irgendwas in diesem Spiel nicht, was andere sehen? Wieso knutschen die? Ich finde das etwas unangenehm. Vor allem, ich möchte werbefreundlich bleiben. Es wäre irgendwie. Ich weiß nicht. Was ist das für eine komische Scheibe? Uah. Wieso brennt er? Was ist mit dem. Also, das sind Superman, hallo?
Ja, okay, Kollege. Du hättest nicht so herumbrennen müssen. Yeah, eine weitere Kiste. Bandana. Jetzt kann er hier richtig eine Gangster-Club machen. Ich würde mir jetzt gerne eine anständige Fähigkeit absaugen. Ich wollte gerade downloaden sagen, aber das passt nicht ganz hundertprozentig. Ich nehme mal diesen Typen da. Sword. Okay, da sind wir. Link, kleiner Link. Da sieht man sogar eine sehr grüne Mütze quasi. Ich glaube, das sollte von schon damals an Link erinnern. Oh Gott, was ist das für ein Wal? Der hat eine Pfeife. Das finde ich sehr verstörend gerade. Aber irgendwie lustig. Und so ein, der hat so ein... Oh. So eine Krawatte oder so wie Donkey Kong fast schon. Ah, ich verliere. Alter, seht ihr dieses Standbild von diesem Wal? Also, das war mal eine Sache. Aber gut. Beim nächsten Mal spielen wir was Neues. Aber wieder auf das NES Mini. Bis dahin, Leute. Ciao.